Hallo, Ben. Kommst du raus spielen, Holly? Das geht nicht. Spielen können wir aber leider nicht draußen. Wieso nicht? Daisy und Poppy sind bei mir. Also müssen wir heute hier im Schlosshof spielen. Ah, die sind wirklich absolut süß. Sie sind durchaus nicht süß. Zauberstab haben. Du willst den Zauberstab mal ansehen? Er glitzert so schön, nicht? Bitte sehr. Nicht, Fleur! Ein Kätzchen. Miau. Ah, ich sehe, zu deinen Freunden gehört heute auch eine kleine Katze. Miau. Das ist Fleur. Sie hat Daisy ihren Zauberstab gegeben. Ich verstehe. Kein Kätzchen sei mehr. Komm als Fleur wieder her. Und welcher arme Freund ist in dieses Insekt verwandelt worden? Nein, Mami. Das ist Gaston, der Marienkäfer. Er ist so auf die Welt gekommen. Ach ja, natürlich. Hallo, Gaston. Hört zu, Kinder. Die Zwillinge sind noch sehr klein. Also spielt bitte vorsichtig. Ja, Königin. Und die Zwillinge dürfen unseren Schlosshof auch nicht verlassen. Ja, Mami. Viel Vergnügen. Oh, deine kleinen Schwestern sind sehr ungewöhnlich. Ich weiß ja, dass sie eine Plage sind. Fleur, du solltest auf deinen Zauberstab gut aufpassen. Die Kleinen sind doch aber so schrecklich süß. Ich bin sicher, dass sie mich nicht wirklich in eine Katze verwandeln wollten. Miau, miau. Na gut, was wollen wir zuerst spielen? Wie wär's denn mal mit Verstecken? Verstecken, verstecken! Über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow, ein Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh, Volksmusik für Elfen. Ich die liebe. Bücher über Tierhaltung. Oh, Hühner. Sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja, das ist delikat. Ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah, da wäre es. Ein Buch über Sterne. Können wir darin die Antwort finden? Mal sehen. Habt ihr es euch bequem gemacht? Ja, Königin. In klaren Nächten können wir die Sterne am Himmel leuchten sehen. Das Licht, das wir von jedem Stern sehen, ist gering. Ein winziges bisschen Licht. Wir können es auch nur sehen, weil der Himmel so dunkel ist. Schwarz. Nachts sieht der Himmel total schwarz aus. Sehr richtig, Holly. Wenn der Morgen kommt und die Sonne aufgeht, wird der Himmel heller und die Sterne verschwinden. Aber Mami, wo gehen die Sterne denn nun hin? Du wirst dich wundern, nirgendwohin. Was? Sie stehen noch am Himmel und scheinen. Dass wir sie nicht sehen, liegt nur daran, dass der Himmel so hell ist. Liegt auf der Hand. Ich wusste das. Und wenn die Sonne untergeht und der Himmel dunkler wird, können wir die Sterne wieder sehen. Dann geht die Sonne fort. Natürlich. Und Daddy? Wohin geht denn die Sonne? Tja, sie... weise alter Elf? Diese Bücher sollten die Frage beantworten, Eure Majestät. Entschuldigt die Verspätung. Das ist ja fantastisch. Hinreißend. Wirklich? Nur das Jackett fühlt sich noch ein wenig feucht an. Es steht euch wundervoll. Es wirkt frisch und aufregend. Wir sagten gerade, wie bedeutend es ist, sorgfältig darauf zu achten, was man trägt. Oh, das finde ich ganz und gar nicht. Oh, na sowas. Oh, was ist das? Ja... Ich hatte befürchtet, dass das passiert. Zauberkleidung ist eine heikle Sache. Sieht das verrückt aus? Du trägst eine Zitrone auf dem Kopf. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Meine Frau hat's ausgesucht. Also das ist überwältigend. Und wie? Ich hab etwas Ähnliches mein Lebtag noch nicht gesehen. Absolut genial.
Sich verwandelnde Kleidung. Ich wäre nie auf so etwas gekommen. Und ihr sagt, ihr achtet nicht sorgfältig darauf, was ihr tragt. Ihr versteht mehr von Mode, als wir es je könnten. Wo bekommt ihr nur eure Inspirationen her? Sagen Sie, haben Sie jemals erwogen, Mode zu unterrichten? Oh. Ah, Nanny Plum, ich glaube, Sie richten uns jetzt ein Festmahl an. Natürlich, Eure Majestät. Ich kann machen, was ihr gern hättet. Ausgenommen allerdings Karotten, Tomaten, Zitronen. Nun zu unserem ersten Wettbewerb, dem Rennen. Siehst du? Da ist Ben. Auf die Plätze. Fertig. Los! Hören. Moment, das haben wir gleich. Darf ich? Danke. Versuch es hiermit, Prinzessin Holly. Ben! Was ist? Weiter so, Ben! Lauf, Ben! Ach, ich habe äußerst sensible Ohren. Entschuldigung, weiser alter Elf! Der Sieger ist Barnaby! Ja, ja! Schrecklich! Ben ist letzter geworden! Oh je! Elfen können ziemlich empfindlich auf so etwas reagieren. Wieso hast du denn so rumgeschrien? Ich wollte dir doch nur helfen zu gewinnen. Ich hätte gewonnen, aber deine Schreierei hat mich vom Rennen völlig abgelenkt. Entschuldige, Ben. Nicht ärgern. Vielleicht hast du ja beim nächsten Wettbewerb eine Chance. Alle Teilnehmer machen sich jetzt bitte für die nächste Disziplin fertig. Den Hochsprung. Du bist sehr gut im Hochsprung, Ben. Du wirst ganz sicher gewinnen. Das hoffe ich auch. Ich hoffe das genauso. Nichts ist schlimmer als ein grummeliger Elf. Die erste Starterin ist Lissy Elf. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf, keine Panik. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen Sie alle Gelee. Große Güte, wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum! Viel mehr davon her. Oh, die Geleeflut! Oh. Die Geleeflut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Oh. Eine Geleeflut! Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Was rufen Sie da? Geleeflut? Was ist Geleeflut? Geleeflut! Oh. Ach, Geleeflut! Ich habe mein Horn wieder. Und ich meinen Zauberstab. Dafür haben die Ameisen so viel Gelee, wie sie fressen können. Das Piano sieht sehr ramponiert aus. Zum Glück ist der Kasten da nicht mein Piano. Ihr irrt, Eure Majestät. Es ist euer Piano. Ich war gerade im Begriff, es euch zu liefern. Oh. Ärgere dich nicht, Daddy. Es hört sich doch richtig hübsch an. Ihr dürft einfach immer nur die hohen Töne spielen. Abendessen. Abendessen! Na bitte, es wird geläutet. Jetzt kann ich die Uhr genau stellen. Aber das ist doch bloß Nanny Plum. Was, wie bitte? Nanny läutet abends immer die Glocke, wenn es Zeit zum Essen ist.
Und woher weiß Nanny Plum so genau, wann die Zeit dran ist? Weil ihr Magen sich meldet. Was? Ihr meint, ich habe stets unsere große Elfenuhr nach dem Knurren eines Feenmagens gestellt? Ja! Tja, ihr Magen scheint sich überraschend pünktlich bei ihr zu melden. Es ist Essenszeit. Mach's gut, Ben. Wir sehen uns morgen, Holly. Und wenn die wunderschöne Prinzessin nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute. Ende. Jetzt musst du schlafen, Holly. Nein, Daddy. Die Eule hat ja noch nicht gerufen. Gerade holt sie es nach. Der wilde Drache verschlang die Hexe. Und fortan lebte jeder Mann glücklich und zufrieden. Das war's. Jetzt musst du schlafen, Ben. Warum? Die Uhr hat ja noch gar nicht geschlagen. Ah, jetzt schlägt sie aber doch. Gute Nacht, Holly. Psst. Gute Nacht, Ben. Elfenrakete, hier ist die Bodenkontrolle. Wie sieht es da oben aus? Nanny Plum hat eine Tür geöffnet und trudelt nun durch das Weltall. Oh je, welche Schande. Na, kann man nichts machen. Fortsetzung der Mission. Nein, erst einmal müssen wir Nanny Plum retten. Oh ja, ich nehme an, das müssen wir. Ich rette sie, Nanny. Ich auch. In Ordnung. Haltet euch alle an diesem Seil fest, dann könnt ihr nicht wegtreiben. Seid ihr bereit? Bereit! Wir kommen, Nanny Plum. Zugreifen! Zugreifen? Wo denn zugreifen? Oh nein! Wir kommen nicht bis zu Nanny Plum. Mr. Elf, Achtung, das Seil ist nicht lang genug. Oh nein! Verschollen im Weltall. Und ich war noch nicht einmal auf der Toilette. Hier hast du ein Lasso, Ben. Danke, Dad. Halten Sie still. Ich versuche jetzt, das Lasso um Ihre Taille zu werfen. Ich hab sie. Juhu! Du bist der Retter von Nanny Plum. Oh, danke, Ben. Ich danke allen dafür, dass ich gerettet wurde. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Nanny Plum. Nie wieder eine Tür öffnen. Ich wollte mich nur mal umschauen. Das wird künftig unterlassen. Dies ist eine ernsthafte Mission. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich fasse nie wieder etwas an. Feenehrenwort. Gut, so. Nun darf ich alle bitten, sich wieder anzuschnallen. Wir landen in Kürze auf dem Mond. Oh, gut. Je früher wir da sind, desto früher kommen wir zu unserem Picknick. Zum allerletzten Mal, Nanny Plum. Es wird kein Picknick auf dem Mond geben. Das Abenteuer geht weiter in unserer nächsten Episode. Picknick auf dem Mond. Die Augen aufmachen darfst du jetzt. Überraschung! Sagte, keine Geburtstagsparty. Das ist ja auch gar keine Geburtstagsparty, Schatz. Das ist nur eine Überraschungsparty. Oh, na ja, dann von mir aus. Hiermit gratuliere. Ich gratuliere Eurer Majestät dazu, dass ihr ein so exzellenter König seid. Fantastisch. Oh, danke schön. Und nun folgt das gigantische Feuerwerk! Es ist so groß wie eine Karotte. Ich liebe Feuerwerke. Und nun, Eure Majestät, bringt die Elfenband ein ganz spezielles Ständchen euch zu Ehren. Umpa, Umpa, König Aurike ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurike hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar. Na, natürlich handelt das kleine Ständchen durchaus nicht von euch. Oh, nein. Es geht um einen ganz anderen König, Eure Majestät. Der König lebt weit entfernt von hier. Und er hat zufällig heute Geburtstag, Schatz. Tja, dann kann ich sagen, es war ein reizendes Lied. Hurra!
Lass uns tanzen! Das macht Spaß! Lucy, könntest du Bessie bitte dazu bringen, dass sie aufsteht? Das tut mir leid. Kühe stehen niemals auf, wenn es regnet. Nanny Plum, Sie dürfen jetzt ein bisschen Zauberei einsetzen, wenn Sie wollen. Ich dachte, Sie haben was gegen Zauberei. Lassen Sie mich raus! Sind Sie sicher? Ich bin sicher! Abrakasum, hoch mit dir, Kuh! So, was sagte ich als Letztes? Das Letzte, was Sie sagten, war... Es klang genau so, als die Kuh auf Ihnen hockte. Dankeschön, Romy. Oh nein, da zieht ein Gewitter auf. Alle schnell zurück in den Bus. Lucy, du solltest auch lieber ins Haus gehen. Das kann ich nicht. Ich muss doch zuerst einmal alle Tiere in den Stall bringen. Rex kann dir helfen. Aber was wird mit Bessie und den Hühnern? Ich könnte versuchen, sie mit Zauberei in den Stall zu bringen. Oh nein, es funktioniert nicht. Der Zauberstab ist nass geworden. Es funktioniert ja doch, da. Das ist keine Zauberei. Das ist Gaston. Er ahmt Rex den Hütehund nach. Gaston ist ein Hütemarienkäfer. Ganz toll, Gaston. Danke für eure Hilfe. Hier, diese Milch möchte ich euch mitgeben. Oh, wie reizend. Oh. Ein Hoch auf Lucy. Und ein Hoch auf die kleinen Feen. Und elf. Ich höre deutlich die aufgeregten Stimmen der Kleinen. Und auch etwas anderes. Wir müssen uns fernhalten. Also ehrlich, was für ein Aufhebens um eine furchtbare magische Kraft von unvorstellbarer Größe. Ich gehe da jetzt rein. Viel Glück, mein tapferes kleines Pastetchen. Oh. Kannst du was sehen? Ja, schreckliche Dinge. Rotbart, eil zur Rettung! Hier bringe ich die lieben Kleinen. Hilfe! Halten Sie aus, Nanny Plum! Da ist sie wieder. Sie sind sicher zurück, meine Liebesperle. Ich habe ja manche schrecklichen Dinge auf See gesehen, aber nichts, gar nichts, das vergleichbar wäre mit dem Anblick in diesem Raum. Deswegen halten wir diese Tür ja auch verschlossen. Gut, die Party ist jetzt vorbei. Alles in allem lief's besser als gedacht. Aber was ist mit dem Gelee? Wir hatten noch kein magisches Gelee. Magisches Gelee! Magisches Gelee! Na schön, Manny. Aber bitte machen Sie dieses Mal nicht wieder zu viel davon. Seht nur, magisches Gelee. Das ist gut, dann ist die Party allmählich zu Ende. Ah, Ruby, ich hoffe, dass es schön war. Ja, Mami. Tarquin, sag danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. War mir ein Vergnügen. Wiedersehen, Nessie. Au, sie hat mir schon wieder wehgetan. Schon bald wird Ruby ja Geburtstag haben. Wir hörten, Sie hätten einen Kinderunterhalter gefunden, der gut mit den Kleinen umgehen kann. Ja. Hier ist er, der große Visardo. Ich... Wundervoll. Wir werden uns dann alle bei Rubys Party sehen. Ach, der Herbst ist so schön. Zu dumm, dass ich den Eicheltag verpasst habe. Sieh an, eine Eichel. Na, wie charmant. Eure Majestät, werf die Eichel schnell weg. Ein Eichhörnchen, das spricht. Werf die Eichel sofort weg, Eure Majestät. Ah, weiser alter Elf, wo kommen Sie denn her? Die Eichel weg, Eure Majestät. Sie ist gefährlich. Unsinn, wie kann eine Eichel denn schon gefährlich sein? Die hübsche Eichel ist doch nicht gefährlich. Zwei Eicheln? Das muss heute mein Glückstag sein. Ah! Oh! Oh!
verraten, dass so etwas passiert. Naja, so direkt wohl nicht. Aber das Schloss ist der ideale Ort, um Eichelvorräte für den Winter anzulegen. Was ist passiert? Wo bin ich? Fröhlichen Eicheltag, Daddy! Nun habt ihr ihn ja doch nicht verpasst. Schön! Sagen Sie mir, wie werde ich diese ganzen Eicheln wieder los? Dazu braucht ihr dieses Eichhörnchenkostüm. Was? Wie soll das funktionieren? Man schlüpft in das Kostüm und die Eichhörnchen ahmen einen nach. Verstehe. Na dann, schlüpfen Sie hinein, Nanny, und Beeilung. Los, los! Fröhlichen Eicheltag! Nanny, ich habe Hunger. Ich auch! Kein Problem. Aus den im Topf gebliebenen Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Erbsen und Käsestückchen ist eine leckere Suppe geworden. Oh, yummy! Der Dampf ist natürlich äußerst delikat, durchaus. Doch wird dieser Sensation etwas nachfolgen? Ja, auch wenn es recht sättigend ist, könnte ich doch noch eine Winzigkeit zu mir nehmen. Ich sogar noch sehr, sehr viel mehr. Was ist das für ein verführerischer Duft? Er kommt wohl aus der Küche. Die ist sehr lecker, Nanny. Die allerbeste. Sieh an, was ist das? Das ist nur das Essen für die Kinder. Es duftet wirklich reizend. Eine einfache Suppe, die ich aus den Resten gekocht habe. Nicht im Mindesten modern. Das würde euch nicht schmecken. Dürfte ich denn noch ein Löffelchen probieren? Der Geschmack ist ja so schmackhaft. Dürfte ich auch mal kosten? Ich auch. Ich auch. Oh ja, köstlich sättigend. Fabelhaft, Nanny. Ich habe eine Erklärung abzugeben. Nanny Plum ist tatsächlich die beste Köchin auf der ganzen Welt. Da danke ich euch vielmals. Und jetzt, was möchte jeder als Nachtisch? Etwas Modernes oder meinen Rübensirup-Pudding? Rübensirup-Pudding! Aber du müsstest doch jetzt schlafen. Ich bin zu aufgeregt wegen des Weihnachtsfestes. Was sucht ihr denn jetzt hier? Wir bringen dir gerade all deine Weihnachtsgeschenke. Wow. Und kriegen Elfen und Feen genauso Geschenke wie wir? Nein, dafür feiern wir heute Abend das Elfen- und Feenfest. Mit toller Musik. Und Lampions in den Bäumen. Das klingt herrlich. Es ist wundervoll. Wir müssen gehen. Santa wartet auf eurem Dach auf uns. Santa? Bei mir oben? Cool. Fröhliche Weihnachten, Lucy. Fröhliche Weihnachten. Ah, da seid ihr ja. Da unten gab es nicht zufällig eine kleine Leckerei für den alten Santa-Kinder? Ja, ein Pfefferminzplätzchen. Sieht lecker aus. Und dieses Getränk. Das ist noch besser. Ja. Wir können mit dem Elfen- und Feenfest nicht beginnen, solange die anderen nicht zurück sind. Ja, ja. Und wo sind sie? Ho, ho, ho! Oh. Hallo allerseits, wir sind wieder da. Stell dir vor, der Weihnachtsmann hat uns in seinem Schlitten mitgenommen. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Dürfen wir dich herzlich einladen zu unserem Elfen- und Feenfest? Ich habe leider keine Zeit. Ich muss noch so viele Geschenke bringen zu allen Kindern auf der ganzen Welt. Wie viele Kinder hast du denn heute bereits beschenkt? Eins. Na dann, viel Glück. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Gut, nun sind wir ja alle da. Das Weihnachtsfest kann beginnen. Hurra! Nicht, dass Nanny Plum das allein hinkriegt, weiser alter Elf. Sie wird den Zauberstab nicht greifen können. Oh, wirklich dumm. Jetzt folgt eure Hausaufgabe. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht als Frosch zurücklassen. Ach, wirklich? Oh ja, ich fürchte nicht. Welche von euch Feen möchte sie zurückverwandeln? Ich! Na schön. Holly, tut euer Bestes.
Ich bin mir nicht ganz klar, welchen Zauberspruch ich wählen soll. Ich bin sicher, Nanny Plum würde wollen, dass du einfach irgendwie loslegst. Okay, dann versuche ich den. Abrakase letzt. Frosch sei Fee jetzt. Oh, es funktioniert. Oh, danke, Holly. Ups, tut mir leid, Nanny. Du hast das sehr gut gemacht, Holly. Der Zauberstab wurde nur ein bisschen zu stark geschüttelt. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Hurra! Ihr seht, Kinder, man muss den Zauberstab unter Kontrolle haben. Ja, Nanny Plum. Faszinierend, verehrte Plum. Wenn wir nun aber zur Naturkunde zurückkehren könnten, wäre... Ja, Kinder, was der weise alte Elf zu sagen versucht, ist, dass... Damit ist der heutige Naturkundeunterricht nun zu Ende. Das war der beste Naturkundeunterricht, den wir je hatten. Dankeschön, Romy. Es war einzigartig. Cool. Dankeschön, Barnaby. So, ab jetzt sollen Nanny Plum und der weise alte Elf immer Naturkunde unterrichten. Und zwar zusammen. Na ja. Hoho, nun, wenn ihr alle darauf besteht. Hurra! Ein schlechter Empfang, weiser alter Elf. Nanny Plum, ist Ihnen eigentlich klar, wie spät es ist? Ich rufe nicht an, um nach der Uhrzeit zu fragen. Wir sitzen in einem großen Haus fest, das Fenster ist geschlossen. Ich brauche ein paar Elfen, die uns retten. Verstehe. Und wie viele Elfen sollten es sein? Na, alle. Wir sind durch das Fenster hereingekommen. Jetzt ist es allerdings zu. So, es ist offen. Danke, Lucy. Es war nett, dich kennengelernt zu haben, Lucy. Wir sollten dich aber eigentlich nicht wecken. Keine Sorge deshalb. Ich werde so tun, als ob ich schlafe. Wiedersehen. Ich sehe, ihr habt die Kleine doch aufgeweckt. Das ist nur aus Versehen geschehen, Nanny. Ja, schon gut, Holly. Sie wachen immer auf. Elfen zur Rettung! Elfen zur Rettung! Und wo ist nun das Fenster, das dringend geöffnet werden muss? Da sind sie gerade durchgekommen. Verstehe ich nicht. Das ist doch ein offenes Fenster. Ja, wir haben es schon allein geschafft. Wir brauchen sie nicht mehr. Tut uns leid. Tut uns leid? Alle Elfen des Königreichs sind mitten in der Nacht aus den Federn gesprungen, weil sie uns alarmiert haben. Psst! Können Sie vielleicht leise sein? Natürlich kann ich das. Elfen sind fantastisch darin, leise zu sein. Und wir sind Elfen. Nein! Deswegen können Elfen nie Zahnfeen sein. Sie sind zu geräuschvoll. Ist was, Lucy? Wir haben Krach gehört. Es ist nichts. Sie schläft fest. Ihr könnt wieder rauskommen. Puh. Mach's gut, Lucy. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, Ben und Holly. Können wir vielleicht mitfahren? Ich bin ein bisschen zu müde zum Fliegen. Na, kommen Sie schon. Hallo, Holly. Das war für heute die letzte Lieferung. Jetzt können wir spielen. Du bist vielleicht fertig, Ben. Doch ich muss erst noch arbeiten. Holly, es ist jetzt Zeit für die Rede. Hallo. Ich finde, ihr seht alle fantastisch aus und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Tanzfestival. Eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Hurra! Hurra! Und wie geht es weiter? Nun kommt der schwerste Punkt. Wir sitzen ganz still, allerdings ohne einzuschlafen. Zu Ehren eurer Majestät zeigen wir nun einen Volkstanz. Wie fürchterlich. Tötend langweilig. Wirklich gut. Fantastisch. Daddy, los, komm. Wir tanzen auch. Was? Ich kann doch... Tja, na schön. Wäre bei eurer Musik vielleicht doch etwas Moderneres möglich? Ja, natürlich.
Arbeit finde ich herrlich. Sie macht Spaß. Du hast recht, Holly. Die Arbeit des Königs macht Spaß. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Da kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's, donnern, Nordwind blas los. Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's. Hurra! Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen. Auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Danke, Ben. Warte, Nanny. Du hast gesagt, Feen essen keine Elfenspeisen. Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Prinzessin Holly. Genießen wir den Ausflug eben ohne Picknick. Wir setzen uns und genießen die schöne Aussicht. Das schmeckt. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Ich bin mir sicher, ich habe noch nie Elfenspeisen gekostet. Dann solltet ihr es jetzt versuchen, König Aurikel. Oh, danke, Ben. Yum, yum. Elfenessen ist ja köstlich. Ja, in der Tat. Nanny, Sie sollten auch mal davon kosten. Oh, wie ihr wünscht, Eure Majestät. Ich werte das als königlichen Befehl. Und hier ist noch ein königlicher Befehl. Zu jedem Feenpicknick soll ab sofort ein Elf eingeladen werden. Hier drin entscheiden wir darüber, wie unsere Spielzeuge aussehen. Macht ihr sie nicht, wie es euch gerade so einfällt? Oh nein, durchaus nicht. Es wird alles genau festgelegt, bis ins kleinste Detail. Nichts wird dem Zufall überlassen. Toll, das klingt mir nach einem harten Stück Arbeit. Wir rühmen uns äußerster Gründlichkeit. Hier also werden die Farben ausgesucht. Das da ist doch die Puppe für den Weihnachtsmann. Ja, jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn ich das wollte, die Farbe des Puppenkleides ändern. Von Rot auf Blau. Blaues Kleid. Die Elfenwerkstätten wüssten nun genau, die Farbe des Kleides ist blau. Der Weihnachtsmann will aber ein rotes Kleid. Natürlich will er das, Prinzessin Holly. Das war ja auch nur ein Beispiel. Alles einsteigen. Nächster Halt, die Elfenwerkstätten. Oh, wir müssen doch nicht noch weiter runter, oder? Doch, Nanny. Die Fabrik befindet sich tief unten in den Wurzeln des Baumes. Und wie tief unten? Sehr tief unten. Oh. Alle festhalten. Wir fahren aber nicht gerade sehr tief runter. Abwarten, Holly. Nächste Station, Ebene 99. Festhalten. Ebene 99. Die Elfenwerkstätten. Und die Pampemaschine. Die was? Die Pampemaschine. Ah! Danke schön, Weiser alter Elf. Ich könnte sowas selbst kaum besser machen. Oh, seht nur, eine hübsche Brücke. Ich konstatiere, dass Sie zweifellos hart gearbeitet haben. Ja, königliche Hoheit. Und wann werden Sie uns leider wieder verlassen? Oh, wisst ihr, ich glaube, das ist niemals nötig, Eure Hoheit. Was? Ich könnte mich hier niederlassen für immer. Was wird dann aus meinem Golf? Oh, ich laufe euch nicht in den Weg. Sie sind mir schon im Weg. Oh, euer Schaum und Gurken. Ich kann nicht Golf spielen bei den vielen Hindernissen. Ich weiß was.
Dann spielen wir Minigolf. Ja, Minigolf. Diese Art Golf ist natürlich viel besser als die andere. Ja. Daddy, kannst du uns nicht beibringen, wie man richtig Minigolf spielt? Das macht Spaß. Na schön. Was soll ich tun? Erst schlag den Ball durch die kleine Windmühle. Und in das Loch. Das macht wirklich Spaß. Oh, mein Gott, wie hoch das Wasser schon steht. Ben, Holly, kommt sofort aus der Burg raus. Das geht nicht. Das Wasser steht zu hoch. Holly, du kannst doch einfach ans Ufer fliegen. Schon, ja. Oh, es ist zum Fliegen zu windig. Holly, wie wär's denn jetzt mit ein bisschen Magie? Ja, ich schwinge meinen Zauberstab und... Oh, der ist ja verschwunden. Euer Zauberstab ist hier. Ich könnte ihn zu euch rüberwerfen. Vielleicht fällt er dabei aber ins Wasser. Nur keine Sorge. Mrs. Elf ist eine ganz großartige Werferin. Und ich bin ein begnadeter Fänger. Na schön. Keine Angst, Zauberstab. Ben wird dich fangen. Fertig, Ben? Ja, Mami. Eins, zwei, drei, wuff! Hurra! Danke, Ben. Nun zaubern wir mal ein kleines bisschen. Sonne, See und Sand bringt Ben und mich aufs trockene Land. Hurra! Gut gemacht! Es ist so schön, dich wieder zu haben, Zauberstab. Ich wusste, dass Ben dich fangen würde. Danke, Holly. Und ich wusste, du zauberst uns sofort in Sicherheit. Ja, die Rettung war eine perfekte Mischung aus Feenzauber und Elfenkönnen. Auf das Elfenkönnen. Und auf den Feenzauber. Hey, wo ist unsere Eiscreme? Große Güte! Ich habe versucht, es aufzuhalten, Nanny. Es hat nur gar nicht funktioniert. Wir können von Glück reden, dass der König und die Königin nicht hier sind und diesen Schlamassel sehen. Der König und die Königin! Hurra! Eine wirklich reizende Überraschung, dass wir von euch allen willkommen geheißen werden. Wenn ihr gestattet, dann erlaube ich mir als Erster auszudrücken, wie froh wir sind, dass ihr wieder zurück seid, eure Majestäten. Während ihr fort wart da... Ja, ja. Ich bin jetzt ein wenig müde. Wenn Sie mich also entschuldigen würden... Stopp! Wie wär's noch mit einem kleinen Spaziergang, Eure Majestät? Ich bin mit Aufräumen und Saubermachen nicht ganz fertig geworden. Wenn schon, Nanny Plum. Das kümmert mich nicht. Ich will nur noch ein heißes Bad. Eiscreme. Tut mir so leid, Daddy. Das ist alles meine Schuld. Ich habe versucht, eine gute Königin zu sein und dafür zu sorgen, dass alle glücklich sind. Aber das ist doch viel schwerer, als du denkst. Ja, Holly. Wem sagst du das? Ganz besonders bei Elfen. Elfen sind niemals glücklich. Wir sind durchaus glücklich. Und zwar, wenn wir beschäftigt sind. Elfen sind gern sehr beschäftigt. Und wir sind Elfen. Wenn das so ist, dann befehle ich, dass alle Elfen sofort zurück an die Arbeit gehen. Hurra! Und die erste Aufgabe ist die Beseitigung der Flut von Eiscreme. Achtung! Es kommt alles, was wir brauchen, hier rein. Brombeere, Zucker, Zitrone, hopp, rein! Tautropfen, Schneckenschleim, und als letztes der Froschrülpser. Und jetzt der Zauberspruch.
Zucker und Gewürze, Abradaim, Rülpser vom Frosch, Schneckenschleim. Oh, das schmeckt doch garantiert ganz furchtbar. Oh, Ben, wie wir wissen, ist es bloß gedacht zum Einreiben der Füße und nicht zum Trinken. Sowas würde niemand trinken. Oh, mein Gott, das stinkt gemein. Und es schmeckt ganz abscheulich. Daddy, das solltest du doch gar nicht trinken. Damit reibt man sich nur seine Füße ein. Was? Ich frag mich, was jetzt passieren wird. Ich seh mal nach, was im Buch steht. Ah, bla bla bla. Oh je. Was steht da? Ich Dummerchen. Bei versehentlichem Verschlucken wirkt das Mittel nicht gegen Erkältung, sondern als starkes Haarwuchsmittel. Ja, ich muss sagen, Eure Majestät, lange Haare stehen euch ausgezeichnet. Nanny Plum, ich glaube, die Erkältung ist weg. Hurra! Oh, die habe ich mir jetzt eingefangen. Oh, arme Nanny Plum. Jetzt habe ich das Vergnügen, höchstpersönlich dafür zu sorgen, dass Sie gesund werden. Dürfen wir dabei auch helfen? Aber natürlich, Kinder. Nanny, Ben hat den Zauberstab gefunden. Wie erfreulich. Aber du hättest ihn lieber gar nicht erst verlieren sollen. Ja, Nanny Plum. Dir, Ben, müssen wir herzlich dafür danken, dass du Hollys Zauberstab gefunden hast. Das war nicht schwer, wirklich. Du hast dir einen Finderlohn verdient, denke ich. Du wünschst dir einen neuen Hut, richtig? Ja, das soll mein Dankeschön für Ben werden. Nein, bitte, das musst du nicht. Steh jetzt ganz still, Ben. Und Holly, schwing den Zauberstab ganz vorsichtig. Ja, Nanny Plum. Abrakasut, zaubere Ben den neuen Hut. Wie schön, es funktioniert. Du hattest den Zauberstab unter Kontrolle. Also, das ist ein toller Cowboyhut. Ben, danke, dass du den Zauberstab gefunden hast. Tut mir leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass dein Plan funktioniert. Und mir tut es leid, dass ich deinem Hutzauber nicht richtig vertraut habe. Oh nein! Wenn er den gezauberten Hut aufsetzt, ist Ben blau. Wie sehe ich aus? Ich finde, dein alter Hut kleidet dich viel besser. Finde ich auch. Abrakasück zurück. Ah, ein Kokon. Ja, Daddy. Betty Raupe steckt da anscheinend jetzt drin. Und wenn sie rauskommt, kann sie wahrscheinlich fliegen. Dann ist sie nämlich ein Vogel. Raupen verwandeln sich normalerweise durchaus nicht in Vögel. Verwandeln sie sich dann in Frösche? Auch nicht in Frösche, nein. Was wird sie denn sonst? Hallo, Betty. Oh, sie sieht aus wie vorher. Sie hat nun Flügel. Toll, sie ist ein Schmetterling. Betty Butterfly. Seht mal, jetzt fliegen sie alle zusammen. Wie glücklich sie nun aussieht. Schließen wir uns an. Na bitte, jetzt kann jeder fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ben, ich dachte, Elfen wären geschickt darin, Marienkäfer zum Fliegen zu benutzen. Richtig. Elfen können auf Marienkäfern fliegen. Und ich bin ein Elf. Gaston! Danke, Gaston. Schwing dich in die Lüfte. Ich meinte, werfen Sie einen Blick durch die Tür zum Dachboden. Oh.
Oh. Schon wieder ein Plan. Das Kreuz markiert den Fluss. Na los! Wartet auf mich! Oh, wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Wo ist denn nun der Schatz? Onkel, was sagt denn das Rätsel dazu? Auf und ab, schwankt's hin und her. Der Schatz ist versteckt, hier drin, bitte sehr. Das Schiff bewegt sich auf und ab. Und hin und her von einer Seite auf die andere. Ja, das Schiff! Und da wird sich der Schatz befinden. Richtig, ihr habt es ausgefunden. Hier ist der Schatz, meine Herzchen. Oh. Dank für eure Hilfe bei der Suche nach dem Schatz. Wir sind doch wieder da, wo wir gestartet sind. Und der Schatz ist die ganze Zeit über hier gewesen. Und hatten wir nicht viel Spaß? Ei, Kapitän Rotbart. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich gebe zu, das war's, in gewisser Weise. Spaß ist alles, worum es geht, wenn du ein Elfenpirat bist. Und ich bin ein Elfenpirat. Und nun ruft es mich wieder zurück zu den fernen Gewässern. Auf Wiedersehen, Onkel Rotbart. Lebt wohl, Barnaby. Lebt ihr alle wohl. Wiedersehen. Hiss das Großsegel, Polly. Lichte den Anker. Schrubb die Decks. Setz die Segel. Jetzt geht das Schiff auf große Fahrt. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Pirat werden. Aha! Ich auch! Und ich! Und ich!